Ja, ohne unsere finale Sekzie ist der Kampf ganz schön hart. Muss ich beim nächsten Mal besser aufpassen. Nein, nein. Ich weigere mich, gegen einen Hauch von Versager zu verlieren. Ich bin da hinten, nein. Habe ich mir das. Ich kann das nicht zulassen. Hey, muss Name nicht sein. Wir sind Freunde von Sora. Und du bist Goofy. Ich weiß. Und das ist Donald. Moment. Oh ja, weißt du das? Glückwunsch, Sora. Endlich hast du deine Freundin gefunden. Soll ich anfangen? Nein, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Aber sag uns bitte, was hier los ist. Kein Problem. Schließlich ist ja alles meine Schuld. Die Menschen und Erinnerungen in Soras Herz genommen und sie mit der Zeit durch falsche Erinnerungen ersetzt, die ich erzeugt habe. Also, Soras Versprechen, dich zu stützen, ist meine Lüge. Sora hat mir nie etwas versprochen. Aber auch, dass ich auf der Insel war, ist so gelogen. Wir sehen uns hier zum ersten Mal. Ich war nie mit Sora befreundet. Du bist nie der Mensch, der mir am wichtigsten ist. Es tut mir leid. In deinen Erinnerungen kam ich nie vor. Dann bist du also schuld, dass du auch mir anderen unser Gedächtnis verloren haben. Kriegen wir es hier wieder zurück? Nicht gleich. Wenn wir in den 13. Stock gehen, kann ich alles hinbiegen. Ah, Malusche. Ist das der dich dazu gebracht hat, unsere Erinnerungen zu manipulieren? Er sagte, er würde mich für immer in dieses Schloss einsperren. Wenn ich mich weigere, ich bin so lange hier. Dann hast du also alles getan, weil du einsam warst? Es tut mir so leid. Das musst du nicht. Bitte wein nicht. Ich weiß, ich habe kein Recht dazu. Nein, das meine ich das nicht. Ich finde es zwar nicht gut, dass du mit meinen Erinnerungen, was du mit meinen Erinnerungen gestellt hast, aber ist so richtig böse, kann ich es dir auch nicht nehmen. Die Erinnerungen, die du mir gegeben hast, sind zwar nicht echt, fühlen sich aber richtig an. Genau wie mein Versprechen. Ich habe versprochen, dich zu beschützen. Nicht zum Weinen zu bringen. Wenn du jetzt weinst, fühle ich mich schuldig. Als hätte ich dich im Stich gelassen. Also bitte, wein nicht und entschuldige dich nicht. Als ich mein Gedächtnis wieder habe, lächle. Ach, sehr glücklich. Macht es einfacher. So. Irgendwie findest du nicht, dass er ein bisschen dick aufträgt? Weiß nicht. Das ist halt so was Art, mit Mädchen umzugehen.
Seid still, ihr beiden. Ich dachte, jetzt euer Gedächtnis verloren. Freunde vergessen solche Sachen nicht. Das reicht jetzt aber. Also, das ist die Namen, die ich kenne. Ich kenne das immer schon, wenn du lächelst. In meinen falschen Erinnerungen. Was ich jetzt fühle, ist nicht falsch, sondern echt. Du bist lieb so. Wir haben noch viel zu erledigen. Holen wir uns unsere Erinnerung zurück. Lusche ist da oben. Also bleib du besser hier in der Menü. Du fährt rechts. Kannst du bitte Rico im Auge behalten? Wir holen dich hier ab, wenn alles vorbei ist. Okay. Sehr vorsichtig, so. Na klar, versprochen. Okay. Und eine weitere sehr gute Karte erhalten. die auch sehr teuer ist. Okay. Ja, macht es natürlich jetzt nicht einfacher. Allerdings, ich glaube trotzdem, wie das so rummachen. Cloud, beziehungsweise die Kombination mit Cloud und den Angriffskarten ist nicht so stark. Ich brauche jetzt irgendeine Karte rausnehmen, die 10 Punkte verbraucht. So, glaube, dass wir hier noch acht Karten übrig haben. Ja, und wir haben gerade gesehen, warum das Finale hier ist. Schwierig. Da hätten wir schon beinahe den Cup verloren. Ja, na gut. Beinahe heißt nicht, dass wir ihn wirklich verloren haben, von dem her. Das ist schon so. Überlegen. Haben wir noch Aero? Ja, wir hätten noch Aero. Ist allerdings auch nicht so günstig. Alles ist teurer als ein Eis. Hier kostet 21 Punkte und die kostet 32, okay. Dann verstehe ich, dass die teuer ist. 2 Punkte irgendwo rausnehmen. Schaffen wir das. Ja, ich glaube, das schaffen wir. Ja. So, dann gibt's einen 13. Stock. Letzte Etage. Ah.
Nee, passt schon so. Traumkarten schauen. Wir haben in der Zwischenzeit wieder sehr viele Raumkarten verloren. Aber passt schon so. Mal schauen. So, warte, so zum 13. Stock. Er hat mir den hier gegeben. Das bringt nichts. Nein, das bin ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur an Namini. Mir erinnert euch noch an irgendwas. Nein, gar nichts. Ich glaube, Rufi und mich suchen auch nicht einer richtigen Person. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Und weißt du, ich hab da so ein klitzekleines bisschen Angst. Sprechen wir uns was? Hin? Was du vorhin gesagt hast, hat mich auf eine Idee gebracht. Es ist einfacher, sich traurige Dinge zu stellen, wenn man an einem Versprechen festhält. Wir werden also mutiger. Das ist eine tolle Idee. Und was sollen wir uns versprechen? Ganz einfach. Egal was passiert, selbst wenn wir getrennt werden oder einander vergessen. Einer für alle, alle für einen. Das ist ein Versprechen. Haben wir ab Triogramm gelernt. Und natürlich, die letzte Ebene, die übrig bleibt, ist natürlich das Schloss des Entfalls. Status Triogramm. Für allen Gegnern sichtweise großer Schaden zu. Lilianus hat Donald. Okay. Das ist einfach. Das ist ja Theorie einfach. Jetzt haben wir Gegner. Da haben wir schon die stärkeren Schattenlöcher. Die halten nicht nur mehr aus, sondern sind auch nervig, dadurch, dass ich sie nicht richtig angreifen kann. Triogramm sollte es trotzdem gut gehen. Halt wirklich nervig. Die Neoschattenlöcher. Oder Neoschatten. Dann kontinuierlich die Hilfe der Gegner. Hört sich relativ okay an. Vielleicht packe ich das hier noch ins Deck, wenn ich mehr Punkte habe.
zwei Nuller-Goofies, die bringen nicht so viel. Ich sehe schon, im Fluss und Fels müssen wir natürlich wieder aufpassen auf die Gegner. Alle treffen. Natürlich nicht, wäre ja zu einfach. Wie den falschen Gegner fokussiert. So, ist auch erledigt. Triogramm sollte eigentlich die Gegner auch erledigen.